Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, meine Freunde, wie ihr gelesen habt im Videotitel, geht es heute um den Funky Flav. Die netten Jungs und Mädels von Funky Flav haben mich angeschrieben, haben gefragt, ob ich mal deren Tabak testen will. Haben mir dann so ihre Sorten mal aufgelistet. Und da ist mir einer so ins Auge gestochen. Und zwar war das der G-Funk. Das soll im Endeffekt Traube Minze sein. Ich dachte mir so, Digga, Traube Minze, mein Alfacher ist komplett leergesuchtet. Ich brauche einen Traube Minze, ich habe gar nichts mehr zu Hause. Sie haben mir drei Flavor zugeschickt, unter anderem den G-Funk, den wir uns heute angucken. Bevor es mit dem Video richtig losgeht, würde ich sagen, gibt es erstmal einen kleinen Funky Flav Porn. Let's go. Ich hoffe, euch hat der kleine Funky Flav Porn gefallen. Ich habe hier ein 60 Gramm Döschen. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, Digga, 60 Gramm habe ich ja noch nie gehört. Warum 60 Gramm? Die Jungs und Mädels haben mir geschrieben, die nehmen 60 Gramm, weil sie ungefähr so rechnen, ein guter Tonkopf oder allgemein guter Kopf passen ca. 20 Gramm Tabak rein. Dann könnt ihr das Ganze quasi dreimal testen. Mit 50 Gramm hast du vielleicht ab und zu mal was übrig und dann kannst du keinen richtigen Kopf bauen, mischt was anderes oder schmeißt es dann vielleicht weg. Deswegen 60 Gramm für 5,50 Euro, finde ich ganz entspannt, der Preis, ja. Und dann gibt es noch 200 Gramm und 700 Gramm. Warum 700 und kein Kilo? Das haben die dann für die Bars gemacht, dass man dort quasi auch mal testen kann, ja, und sich nicht gleich ein Kilo holen muss. Aber ich glaube 700 Gramm, naja gut, vielleicht doch hole ich mir 700 Gramm. Ja, Freunde, Funky Flav G-Funk Traube Minze. Ihr habt halt diese kleine Metalldose. Und dann ist hier noch ein Zipper drin. Ihr habt gesehen, der Tabak ist rot eingefärbt und der fliegt mir ja schon runter. Herzlich willkommen. Natürlich darf laut Mai der Tabak nicht mehr rot eingefärbt werden. Der Tabak wurde vor Mai noch produziert, ja. Deswegen ist er noch rot. Die nächste Charge ist dann quasi braun. Manche denken, Digga, wenn der Tabak rot ist, ist er geil. Wenn er braun ist, ist er scheiße, ja. Das ist bei Adalia früher so gewesen, rote Produktion, jetzt die braune, das war bei Alfacher so, das war bei anderen Sorten so, ja, wo man sich einfach denkt, Digga, ich habe keine rote Produktion, der Tabak ist kacke. Es ist einfach nur eingefärbt und euer Kopf sagt euch nur, Digga, rot ist besser als braun, aber das macht im Endeffekt gar keinen Unterschied, weil es nur eine Farbe ist und kein Geschmack. So, G-Funk, ich habe den vorn aufgemacht und habe dran gerochen und Digga, hier ist vorbei. Ja. Mein erster Zug mit der Nase und ich dachte, ach du Scheiße, was haben die denn bitte aus Traube Minze gemacht? Ich war sofort zurückversetzt in die alten Alfacher Zeiten. Ich dachte wirklich oder ich denke hier, es kommt extrem nah ran an den Alfacher Traube Minze, alte Produktion. Diese herbe, leicht süßliche Traubennote. Und eine leichte Minze geht so in die Richtung Pfefferminze, keine Mentholminze, nichts, was euch in den Augen sticht. Halt mich fest, Marie. Wenn der so schmeckt, dann ist vorbei. Ja, Leute, Setup, ihr habt es schon gesehen. Ich rauche heute mal wieder mit der... Ups. Ich rauche heute mit meiner VUCA. Haben sich ja viele gewünscht, dass ich mal wieder mit der VUCA rauche. Tonkopf, Bro Phoenix, 3 Ton Kokotsche Goldkohlen, dem Matchglas Rainbow Fireline, ihr wisst Bescheid, mein Stück. Und mir. So, wir kommen mal zum Rauch. Ich habe jetzt die ganze Zeit gequatscht, ja, lange nicht mehr gezogen, ich brauche mal wieder einen Zug. Auf geht's. Ja, Leute, wie ihr seht, das Ganze raucht bombastisch, ja. Drückt nicht, kratzt nicht, lässt sich sehr entspannt rauchen, muss ich sagen. Und wir kommen gleich zum Geschmack. Und Freunde, schnallt euch an, haltet euch fest, let's go. Es ist ganz, ganz heftig. Ihr habt beim Einziehen eine leichte, süßliche Pfefferminznote. Und diese Traumnote, Mann, wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, es ist Alfacher
Traube Minze, alte Produktion, ausländische Produktion, wie auch immer. Es schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Ja? Also es kommt diesem Alfache aus der alten Produktion, aus der roten, geilen Deluxe-Produktion extrem nah. Und das finde ich sehr, sehr krass. Ja? Ich hatte lange, lange Zeit den Traube Minze von Alfache, hab den weggesuchtet, dann war er leer, jetzt habe ich mir die neuen geholt. Dazu kommt nächste Woche auch noch ein Video zu den neuen Alfache-Produktionen. Und ich hatte gar keinen Traube Minze mehr, wie gesagt. Und der ist es, ja? Der ist es, Freunde. Wer wirklich einen Alfache-Ersatz sucht oder einen Alvaha-Ersatz für Traube Minze, Freunde, G-Funk von Funky Flav. Falls ihr den probieren wollt, legt es euch zu, ja? 60 Gramm, 5,50 Euro, was die 200 Gramm kosten, weiß ich gerade nicht. Wir haben den aber auch im Shop drin. Wir haben nicht mehr so viel davon da, also falls ihr den mal probieren wollt, legt den euch mal zu, könnt ihr gerne im Shop vorbeischauen. Habe ich jetzt frisch eingepflegt, den Funky Flav. Also von mir gibt es hier auf jeden Fall eine klare Kauf- und Probierempfehlung, ja, weil der ist bombig. Ja. Es fehlen vielleicht 10%, um an den Alfache ranzukommen. Aber dadurch, dass ich keinen Alfache habe, Jungs, Funky Flav, da schickt mir die 700 Gramm zu. Ich suchte den euch in der Woche weg. Ja. Wirklich sehr, sehr leckeres Ding, muss ich sagen. Er hat halt dieses typische, leicht herbe, süßliche von dieser Traubennote, was dieser Alfache früher hatte. Molto Bene, legt den euch zu, Freunde. Also wirklich sehr, sehr leckeres Ding. Also die 50 Gramm werden safe, oder die 60 Gramm, beziehungsweise 50 Gramm werden jetzt ungefähr noch drin sein, die werden safe weg sein, ja. Schönes Ding, Digga. Wirklich sehr, sehr lecker. Also falls ihr wirklich einen Ersatz sucht, der euch zurückversetzt ein paar Jahre, Traube Minze, ja Mann, oh yes. Ja Freunde, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Falls ihr mich wieder seht, hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben. Kostenloses Abo auf meinem Kanal könnt ihr natürlich auch hinterlassen und wir sehen uns am Sonntag wieder. Ich denke mal, da kommt so ein kleines Review zu den neuen Alfache-Sorten. Und ansonsten werde ich alles vordrehen für nächste Woche, weil ich fliege am Samstag in Urlaub, beziehungsweise bin am Samstag dann in Spanien. Da könnt ihr gerne auch auf Facebook vorbeischauen, beziehungsweise auf Instagram. Schmitty, sonst könnt ihr mir mal reinfolgen, Freunde. Da werde ich, denke ich mal, das ein oder andere nice Strand- und Urlaubs- und Poolbild raushauen für euch. Und in diesem Sinne nehme ich noch einen Zug und bin draußen. Haut rein, euer Schmitty. Peace. Thank you.